Alter, wie soll ich diese Scheiße jetzt hier, Alter? Der Marcel ist ja echt fertig, Alter. Wie wird dieser Typ mal normal werden? Wie soll der mal unter Menschen kommen? Farid. Yo, Casey, alles klar? Ja, Bruder, bei dir? Ja, Bruder, guck mal, tu mir bitte einen Gefallen. Ich bin hier ganze Zeit mit meinem Album Killer beschäftigt. Bitte, tu mir nur einen Gefallen. Ich habe hier einen Jungen, der heißt Marcel. Der ist echt ein netter Junge. Aber der ist zu nett, Mann. Mach mal aus denen einen richtigen Haiwan! Bist du wirklich so beschäftigt mit deinem Album? Ey, bitte, bitte. Ey, der ist ein netter Junge, aber Alter, der, wenn du mit dem gehst, der ist so ein Streber, Mann. Mach aus denen einen richtigen Haiwan, Alter. Du musst doch mal... Einen richtigen? Ja, bitte, einen richtigen. Haiwan! Haiwan! Okay, ich bring dir den. Ich geb dir deine Nummer. Ciao. Okay, Bruder. Was soll ich denn jetzt sagen, diesen Haiwan, Alter? Ich hab keinen Bock auf diesen behinderten Spaß hier jetzt. Hallo, ist da der KC? Casey, nicht KC. Sehr gut, hier ist der Marcel. Der Farid hat mir gesagt, wir sollen uns treffen. Jetzt bin ich hier an der Adresse, aber wo bist du eigentlich? Sag mal, warte mal, warte mal. Bist du eigentlich gestört, Alter? Hier ist so eine Glasscheibe, siehst du mich nicht? Wo ist das? Ja gut. Stehst vor der Tür, rufst mich an, was ist mit dir los? Mach mal die Tür auf, Alter. Ja, ja, dann mach ich das. Hör mal, hat ja funktioniert? Jo, Marcel. Perfekt. Hallo, ich grüße dich. Alles klar? Ja, alles gut. Danke. Du setz dich. Ja, das mach ich doch. Vielen Dank für die nette Einladung. Bist du eigentlich behindert? Was denn? Bist du behindert? Eigentlich nicht. Warum machst du die Tür nicht auf, wenn du hier bist? Was rufst du mich davor an und sagst, wo bist du? Ja, ich hab dich nicht gesehen. Wie alt Sorry. Bist du denn? Ich bin 26. Und woher kommst du? Ich wohne in Köln. In Köln, okay. Ja. Das erklärt einiges. Wenn du das sagst. Du bist ja gut informiert, ne? Also der Farid hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass du wirklich kein Mensch sagen, bist. Bin okay, wenn er das jetzt so sagt, dann können wir jetzt offen sprechen. Ich bin auf jeden Fall sehr unzufrieden. Ich möchte was ändern. Ja. Und so kann es nicht weitergehen. Ich bin den klassischen Weg gegangen, aber ich habe für mich gemerkt, das ist nicht mein Weg, aber ich kenne keinen anderen Weg. Und Farid sagte, du kannst mir da auf jeden Fall weiterhelfen, damit sich so ein bisschen was bei mir tut. Der klassische Weg ist definitiv der falsche. Also ich denke, da bist du schon gut bedient, wenn du aus der Reihe tanzt. Das ist das Wichtigste. Wie bist du denn mit der Zeit? Also ich denke mir, in 6-7 Tagen werde ich dich auf jeden Fall fit kriegen. Perfekt. Und wie bist du so zeitlich drauf? Das wäre eigentlich, finde ich, sehr schnell. Das habe ich jetzt gar nicht so schnell erwartet. Natürlich, klar. Wir machen einen Crash-Tours. Ja, ich bin ganz gut aufgestellt, außer ich muss halt ab und zu arbeiten. Aber das können wir vielleicht dann so drumherum vielleicht legen. Du arbeitest? Ja, klar. Also der Weg, der mir aufgezeigt worden ist, da gehört Arbeiten dazu. Ich finde es zwar auch, ehrlich gestanden, nicht immer so ganz cool, aber geht nicht anders. Macht dir das denn Spaß? Nee. Also, ach, ich weiß nicht. Warum machst du das denn? Wenn es dir keinen Spaß macht? Ich kann mich davon nicht so wirklich lösen. Ich wollte schon immer mal aufhören, aber wie es dann so ist, man kriegt das nicht hin. Das ist doch mal ein guter Ansatz. Dann würde ich einfach mal sagen, ruf deinen Chef an und sag so scheiß Arbeit ab, Alter. Ich verstehe das überhaupt nicht, was... Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also auch wenn ich mich manchmal hinquäle, dass ich dann wirklich sage, so, ich komme heute nicht, so also kurzfristig auch, habe ich noch nie gebracht. Ja. Ist auch ziemlich streng. Ja, komm. Also an was für einem Punkt sind wir jetzt hier angelangt? Dass ich jetzt mit dir diskutieren muss, dass du deine Arbeit absagst? Wie soll ich dich denn zu einem Haiwan machen? Zu was? Zu einem Haiwan. Das ist doch hier der Sinn der Sache, dass du ein Haiwan wirst, ein Mensch, der aus der Reihe tanzt und nicht den geraden Weg geht. Ja, das wäre schon cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Ruf deinen Chef bitte an, Marcel. Ich muss mir mal eine gute Ausrede einfallen lassen, dass der das auch annimmt. Ja, lass dir irgendwas einfallen. Du bist doch so ein Kreativer. Letztes Mal, dass ich mich irgendwo abgemeldet habe, das war in der Schule. Mal gucken. Oh.
Also, ruhig mal einen kurzen Moment für mich. Ich bin mal gespannt. Ich bin ziemlich nervös. Hallo, Herr Müller. Ich habe ja heute die Schicht um 19 Uhr. Ich habe da auch eigentlich, wie immer, bin total motiviert, aber mir geht's heute richtig schlecht. Ich bin nur am Kotzen, ich bin eigentlich nur auf dem Klo. Und ich glaube, heute kann ich nicht arbeiten. Was verkaufen? Dein Bein drin, gebrochen. Ja. Gebrochen. Kannst du mich da nicht heute mal rausschreiben? Geht's echt nicht schlecht. Ich mache auch morgen 2 Schichten. Alles klar, Herr Müller. Ja, schlechte Nachrichten. Ich krieg nicht frei. Sag mal. Weil es ist zu kurzfristig. Wenn es jetzt so ein paar Tage vorher wäre, wäre ja alles okay. Aber ich meine, der muss ja auch planen. Wie steht denn schon? Geht jetzt nicht. Ist das dein Ernst, Alter? Ist das dein scheiß Ernst, dass du so mit deinem Chef redest? Ja, ich meine. Er gibt dem bei euch den Ton an. Wie will er denn ohne dich die Arbeit machen? Das stimmt natürlich. Also du brauchst wirklich, du musst da schon ehrgeizig sein. In dieser ganzen Sache, ich verstehe den Sinn nicht, warum ich mich mit dir treffe, wenn du so mit deinem Chef redest. Dein Chef ist dein Hund. Das ist nämlich die Rangordnung. Okay. Dein Chef steht unter dir. Ich meine, ich würde ihm schon gerne mal ein paar Takte sagen, weil ja, natürlich, er mich klar. teilweise behandelt. Das ist nur dieses Zauberwort, Marcel. High One. Nur wird immer gesagt, von High One. Marcel runter. Vergiss alles. Vergiss alles. Du lernst. Die Kunst ist High One sein. Sag das Wort. High One. High One. High One. High One. High One. Den spielst du mit deiner Stimmlage. High One. 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 Genau. Das ist es. Das ist nämlich die Stufe 1 des High One sein. Hört sich gut an. High One. High One. Ja, und dann ruf ihn bitte nochmal an. Mach direkt, tu dieses Ventil aufdrehen und lass deiner Wut freien Lauf und mach deinem Chef eine Ansage. Und was sind diese Ausreden mit Bauchschmerzen und Kopfschmerzen? Was ist das? Das habe ich in der ersten Klasse gemacht. Okay. Sag ihm, dass dein Bein gebrochen ist und du 5 Monate nicht kommst. Okay. So, fangen wir an. Alles klar. Gib Gas. Mach ihm eine richtige Ansage. Ja, auf jeden Fall, der ist fällig. Du hast vollkommen recht. Herr Müller, wissen Sie was? Jetzt ist Schluss. Ich habe gerade mit meinem Coach gesprochen. Und diese ganzen Schweinereien von ihm, die lassen wir nicht mehr bieten. Das geht nicht mehr. Weißt du was? Ach, ich muss nicht nur mehr kotzen. Mein Bein ist gebrochen. Weißt du was? Das ist mir alles scheißegal. Mit deiner lächerlichen Arbeit geht mir sowas von den Arsch vorbei. Genau so will ich dich haben, Junge. Was ist denn los, Alter? Das ist das, worüber ich rede die ganze Zeit. Siehst du, wie einfach das geht? Du lässt dich da auf die Spielchen ein von deinem scheiß Hurensohn-Chef. Was ist denn los, Alter? Ich fühle mich leichter. Ja. Ich musste heute nicht hin. So ist das. Also ich sehe wirklich, Marcel, ich muss sagen, ich sehe wirklich Potenzial in der Sache. Ich denke, wir werden dich zu einem Prototyp hinkriegen. Geil. Ich denke, das wird auf jeden Fall machbar sein. Hast du eine Freundin eigentlich? Ja. Hast du? Wie lange bist du mit der schon zusammen? Oh, seit der Schule. Was ist das denn für eine schwule Scheiße, Alter? Ja, seit der Schule halt so wie mit der Arbeit irgendwie. Einmal angefangen, kein Ende gefunden. Ich bin auch jemand, der kann ganz schlecht Nein sagen. Und ja, aber hast ja jetzt so ein bisschen ansatzweise gesehen, was das Training mit mir wirklich bewirken kann. Ja, ich muss auch sagen, dieses Wort, wenn ich das einmal ausspreche. Das ist ein Zauberwort. Das ist ein Zauberwort. Ich fühle mich irgendwie anders gerade. Das ist das Bitte. Ich muss es noch auf mich wirken lassen. Das ist das Bitte der Neuzeit. Das ist das Bitte der Neuzeit. Wenn jemand dir sagt, das Zauberwort, sagst du nicht bitte. Sagst du, dann geht's schneller. So, mit Druck. Weißt du, was ich meine? Also, ich kann da auch so ein bisschen variieren. Ich habe da jetzt auch gewisse. Natürlich, klar. Und ich sehe da wirklich keinen Sinn drin, dass du da seit der Schule eine Freundin hast. Also, ich finde schon, dass du die Frauen wirklich mal gangbangen solltest. Aber mal abgesehen davon, das muss ich wirklich noch bemängeln, du siehst wirklich scheiße aus. Wie? Ja, guck mal, was du anhast.
von meiner Oma. Also du siehst natürlich, was ich anhabe, was du anhast, das sind zwei Welten. Ja? Was hast du denn für eine Sackfreiheit? Ja, das stimmt schon. Also das drückt ja ganz gerne. Also ja, natürlich, klar. Deiner steht so. Ich mach auch oft der so. Muss aber so, der muss wirklich durchgeschaukelt. Ja, weißt du, was ich meine? Deswegen, ja, also das stelle ich mir auch an. Ich würde sagen, wir gehen morgen in den Release-Laden, in den Release-Hip-Hop-Store hier in Düsseldorf. Ah, ja. Und wir kleiden dich erstmal ein, dass du wirklich auch den Worte und dem Wortlaut Haiwan gerecht wirst. Ja. Ja? Ja, finde ich gut. So machen wir das. Na gut, dann beenden wir für heute erstmal den Tag und ich würde sagen, wir treffen uns morgen. Alles klar, wunderbar. Marcel, mein Freund. Haiwan! 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 Wann wir uns treffen? 17 Uhr. Ja, und wie spät haben wir? 19 Uhr. Ja, also. Wo bin ich denn so spät? Das geht's wenn ich 17 nicht. Uhr sage, kannst du nicht 17 Uhr hier sein, Alter. Ja, was bist du denn für ein Haiwan, Alter? Ist doch normal, dass ich zwei Stunden zu spät komme. Komm, wir klären dich ein. Ich verstehe das nicht. Hast du den gestrigen Tag gut überstanden? Ja, es war ja erstmal zum Reinkommen für mich, zum Warmwerden. War das super? Ja. Ich bin gespannt, was da noch auf mich wartet. Ja, jetzt klären wir dich erstmal ein. Du bist ja schon wieder auf. Sehr gut. Was ist der Laden, von dem ich hier erzählt habe, hier in Düsseldorf? Okay. Release Hip Hop heißt der Laden. Ich würde sagen, lass uns gar nicht großartig rumgucken. Aber wir holen dir einfach ein Pullover. Wir holen dir einfach Style. Ja, natürlich. Wir holen dir einfach einen Pullover, wie ich den trage. Ja. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Okay. Hier haben wir so einen Bulls-Pulli. Den nimmst du. Guck mal, hier liegt direkt ein Bulls. Hier liegt direkt ein Jogginganzug. Jogginghose. Jogginghose? Ja, wie? Was willst du denn tragen, Alter? Hm. Was ist denn los? Dann gucken wir hier. Gewagt. Gucken wir hier. Ah, guck mal, hier haben wir doch schöne T-Shirts auch. Was du ach, vom Farid? Ja, von dem alten Gangbanger. Ach. Trägst du ein T-Shirt auch noch? Von dem gibt's damit T-Shirts. Du auch ein bisschen diesen Gangbang-Status in dir hast. Ja, cool. Ja, weil du bist ja ein Haiwan. Ja. Ich würde sagen. Hab ich doch. Ich würde sagen, brauchst du noch irgendwas? Nö. Also, das reicht erstmal, um mich zumindest hier einzukleiden. Also, ich denke, diesen Pulli, den holen wir aber nicht. Den holen wir aber nicht alleine. Wie? Mit wem denn noch? Du brauchst. Das meine ich nicht. Diese leichten Grammatikfehler, die sind Bestandteil des Haiwan-Seins. Ah. Wenn ich sage, die holen wir nicht alleine, dann meine ich, dass wir vier Stück von denen brauchen. Geil. Ja? Vier Stück? Vier Stück. Okay. Damit du breiter aussiehst. Die nächsten Tage oder? Nee, die ziehst du übereinander. Alle auf einmal? Ja, klar. Du musst doch ein bisschen nach was aussehen. Okay. Da bin ich immer gespannt. Also, ich würde sagen, die viermal den Jogginganzug. Und dann bist du breit genug. Das testen dann siehst wir du wirklich unten rum dünn aus, wie es dich gehört. Die Beine untrainiert, das muss man sehen. Weil wenn ich als Frau jetzt sehen würde, dass du dicke Oberschenkel hast oder so. Das geht doch, oder? Dann hätte ich einen richtigen Abtörn, sag ich dir ganz ehrlich. Haiwan, was denkst du denn? Also die holen wir viermal. Ja. Ich hol die mal. Ab die Post. Okay, krass. Vier das geile sind die T-Shirts. Vier Pullis. Pullis. Damit wirkst du links. So. Was ich jetzt hier habe. Ah, was hast du denn da? Oh, was holst du denn da aus deinem Sack? Ach, noch ein Sack. Das tust du jetzt alles hier rein. Komm, tu das mal hier rein. So. Weil das ist nämlich auch eine Regel des Haiwan-Seins. Denk nicht, dass wir zahlen. Tu das mal rein. Wie, nicht zahlen? Wir zahlen nicht. Echt? Nee, das machen wir nicht. Auf drei rennen wir einfach raus, okay? Aber ganz unauffällig. Ist da noch irgendwas dabei? Nein, auf drei. Okay. Danach kannst du freestylen. Bin ich mal gespannt, was du. Das hab ich noch nie gemacht, sowas. Hast du noch nie? Auf drei, okay? Okay. Drei. Ey, warte, Alter! Hey, du bist doch Casey! Kriegst du eh alles umsonst? Was soll das? Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas umsonst kriege. Es geht um die Kriminalität und das Haiwan-Sein, das ich versprühe. Ja, Haiwan! Haiwan! Pack mal die Tüte, Mann. Haiwan. Ah, okay. Was machst du hier? Ey, ganz schön Action mit dir. Ja, Mann. So, aber das ist schon mal eine weitere Grundlage,
zieh dir einfach die Sachen für morgen an, damit du nicht mehr so wie ein Penner aussiehst. Hey. Ja? Und zieh dir einfach gleich, wenn wir was essen gehen, ziehst du dir einfach irgendein legeres weißes T-Shirt an. Ich gehe mich auch kurz umziehen im Hotel. Da ist noch eine nette Dame, die auf mich wartet. Servus. Treffen wir uns einfach in einer halben Stunde und gehen dann zur Pizzeria. Die Adresse sind sich dir. Geil. Okay, und dann treffen wir den Agi. Jawohl! 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 Aber wenigstens bist du jetzt ein bisschen legerer gekleidet. Ja! Und die Sachen vom Release Store, die kannst du ja für morgen anziehen. Ja, machen wir es. Guck mal, da ist der Agi schon. Aber ich lerne ja auch dazu. Ja, das ist mein Cousin, hey, der Agi. Simon, alles klar? Hey, wer ist denn dieser Haiwan? Ja, was der Neue in der Szene. Grüß dich. Es geht. Das ist der Neue. Eingeführt. Ah, das ist der Neue. Ja, ich bin der Neue. Cousin, das ist der Agit. Ah, sehr gut. Das ist Profiboxer und ein Musterbild eines Haiwans. Cool. Ja, Haiwan. 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 Ja. Bin mal gespannt. Hör mir Haiwan. Was jetzt? Hallo, ich grüße dich. Was ist los? Sitzt schon mal in der Haiwan, Alter. Ich muss jetzt erstmal hier klarkommen, mich einfinden, mich zurechtfinden. Warum immer außen? Ja, ich bin der typische Rechtsaußen. Du bist der typische Außenseiter. Was willst du essen? Ja, genau das ist das Ding. Aber soll ich es noch gar nicht sehen? Ja, genau das ist das Ding, was wir ändern werden. Lass uns einfach mal gucken. Hast du großen Hunger? Ja. Okay, dann guck mal hier. Ja, ruhig mal rein. Ich glaube, ich nehme so ein Salätchen. Mit Carpaccio, Bruschetta, das wäre jetzt eine schöne Geschichte. Was ist los mit dem? Salätchen? Was ist los denn los? Hast du jetzt wirklich dieses Wort gesagt? Was denn? Ja, so ein Salat halt. Du willst Carpaccio, Bruschetta. Lecker. In Afrika sterben Kinder, da essen die Wasser und Brot und du willst Carpaccio, Bruschetta? Was ist los, Haiwan, Alter? Ist Nudeln, Pizza? Pizza, Nudeln, was ist los mit dir, Alter? Kann ich nicht erstmal bestellen? Richtiger Haiwan, Bruder. Ich hab, du hast ein bisschen erzogen, Alter. Ja, ich bin noch am Anfang, Bruder. Was soll ich machen, Mann? Wir haben einen langen Weg, du siehst das so selber. Lieber Herr Kellner, wir hätten hier eine Bestellung. Herr Kellner, hören Sie mich? Das Zauberwort. Nimm das Zauberwort, Mann. Haiwan! Ey! Ah. Hallo, da sind Sie ja. Wunderbar, wunderschön. Ich freue mich, hier zu sein. Ich hätte gerne die Nummer 5, eine Pizza Prosciutto. Einmal die 5? Genau. Das wär's? Nein. Von meiner Seite aus. Für mich eine Pizza. Einfach eine Pizza. Einfach eine Pizza. Ja. Für mich machst du Nudeln. Einmal die Nudeln. Das wär's? Das wär's. Das wär's. Ganz genau. Schön. Wie kann es denn sein, dass ihr euch jetzt trotzdem verstanden habt? Ihr habt doch jetzt einfach nur irgendwie so salopp du hier Pizza bestellt. Und das ist die Angst. Das ist die Angst. Da kommt keine Nachfrage. Pizza, du musst entschlossen wirken. Wenn du einen Satz. War das nicht entschlossen von mir? Das war natürlich nicht mich einbringen, Was ist los, Alter? Ehrlich. Was ist los, Marcel? Du enttäuschst mich, Mann. Wie hast du gerade bestellt? Ja, das war für mich immer so meine tägliche Bestellung, wie ich sie immer in einem Restaurant von mir gebe. Andere Leute reden nicht mal mit dem Vater so. Und du machst. Du musst da entschlossen wirken und ich will das auch. Nee, warte. Dann haben wir Getränke bestellt? Nein, haben wir nicht. Ja, dann bestell mal Trinken. Du rufst den Mann jetzt. Du rufst den Mann hierher. Habt ihr noch irgendwie Tipps für mich? Ja, natürlich. Du forderst ihn auf, dass er dir Getränke bringen soll. Okay. Da muss die Rangordnung wirklich sichtbar sein. Marcel, ich habe keinen Bock, so zu arbeiten mit dir. Ich muss klarer zum Marcel! Ja. Ich darf aber auch. Also, das heißt, du bist sehr aggressiv. Darf ich auch aggressiv sein, so wie du? Ja, natürlich, klar. Okay. Das ist doch die Grundlage des Haiwans sein. Okay. Ja, bestell bitte Getränke. 3 Wasser. Ey, du Sack. Ey. Haiwan! Bitteschön. Was ist das hier für ein scheiß Restaurant eigentlich? Natürlich wollen wir hier was essen. Bietest du uns Getränke an? Nein! Haiwan! Das ist scheiße, ist das! 3 Wasser zum Warmwerden. Gerne. Und dann kommen die harten Sachen. So. Zack! Zack! Haiwan! Haiwan! Boah, das dauert echt mit den Getränken, ey. Was hol dir einfach Getränke. Hol dir doch Getränke, was ist los? Guck mal, da ist der Schrank. Ja, aber der Haiwan, wo ist der denn? Ist
Ist doch egal, man, hol die Getränke. Was ist da los, Alter? Ist dir selbst wie du? Ist scheißegal, Alter. Ist hier gar nicht? Ist, ach, mach einfach. Scheißegal. Ist ja selbst schuld, der. Oi, what? So. Was wollt ihr, Jungs? Weißt du, was du machst? Öffne mal eine Wasserflasche, trink bis in großen Blut wieder rein. Ganz genau. Lifestyle. Frei fühlen. Hi, one! Schmeckt. Ist cool, gekühlt. Geil. Ja. Richtig gut. Dann nimm mal drei Stück drauf. Ja, ich stell mal wieder rein. Rein. Ich ist ja schon angefangen. Ich will was Frisches. So, Freunde. Natürlich denke ich auch an euch. Der lernt, der lernt. Du lernst schnell. Ja, klar. Es geht. Richtig killer. So. Sind die Getränke, ein bisschen was zum Auffrischen. So geht's doch. Ganz gut. Ich sehe richtig Potenzial in diesem Jungen. Der lernt schnell, aber nur von den Stufen erreichen. Der könnte richtig, also der Farid wird echt erstaunt sein. Nach dieser einen Woche. Ey, das hoffe ich. Junge, du bist gut, Alter. Hey, Mann, Alter. Ja, die Meinung von Farid ist mir auch wichtig. Ja, das ist aber auch mal. Egal, warte mal auf das Essen. Habe ich aber auch einen Appetit, Jungs. Ja, dann hau rein. Ja, das denke ich doch auch. Friss dich voll. Wo ist denn das Besteck? So. Schön, so eine nette Serviette gönne ich mir auch noch. Wenn wir schon mal hier sind und die Serviette angeboten wird, dann kommt die Serviette auch auf den Tisch. Marcel, was machst du da? Essen. Ist das dein Scheiß Ernst? Was denn? Wie isst du denn deine Pizza, Alter? Hast du das so gelernt? Hast du das so gelernt, dass genau man seine Pizza so? Wie ist denn Heimat? Siehst du das so schon? Was ist denn los? Tu mal bitte dein Messer weg. Gib mal dein Messer her. Tu mal dein Messer hier wieder rein. Gib mal her. Gib mal her. Mach die Sache hier nicht unnötig dreckig, Alter. Du hast doch Hände von Gott gegeben. Roll deine Pizza wie ich und iss sie vernünftig wie ein Haiwan. Haiwan, der ist ja auch nur ein Hund. Ja, ess, Mann, ess. Mach mal deine Pizza-Dings, Mann, Alter. Ess. Was ist denn los, Alter? Du hast zwei gesunde Hände, Bruder. Soll er jetzt auch mit Gabel essen? Ist er mit Gabel? Nee. Ja, mit der Hand. Okay. Wofür hast du denn deine Hände? Ich versuch das mal. Ja, also. Ja, dann würde ich sagen, ja, ein mal. Gutes. I won! Ja. Ess. Nur. So muss das sein, doch mal. So zieht die, Bruder. Boah. Zieht, ne? Da habt ihr aber recht. Ganz Hand schmeckt alles besser. Laut Aromen. Mach der Mund auf. Mund auf beim Kochen. Mund auf. Nein, Mund auf. So, guck mal. Da kann uns was rauskommen, das ist schlimm. Und red dabei beim Essen. Immer reden beim Essen. Geil, 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 geil. Also Pizza, ey. Kein One-Style, ey. So, Jungs, das Essen war wirklich super. Hat dir gefallen? Hat mir sehr gut gefallen, es hat mir auch sehr gut geschmeckt. Ja. Danke dir. Geil. Ja, ich würde sagen, jetzt muss ich noch die Hände waschen und dann können wir eigentlich weiterziehen. Ach, du brauchst dir die Hände nicht waschen. Okay, so. Da sind die gewaschen. Und dann schmierst du halt ein bisschen rum. Machst ein bisschen den hier. Du ganz in deinen Mund. Ganz in deinen Mund. Alwan. Das geht. Yeah. Ja, komm, lass mach mal so. Wunderbar. Alwan. Geht doch auch so. Sparen wir Zeit. So, Jungs. Hab mal eben bezahlt. Cousin. Hat geschmeckt? Na klar. Cousin. Killer, killer. Cousin. Treffen wir uns morgen wieder? Ja. In alter was Manier. Was machen wir morgen? Morgen gehen wir in Shisha Café. Wie geht's weiter, Jungs? Ja, guck mal, wie motiviert der ist. Ja, bist du morgen am Start? Nee, ich bin morgen nicht am Start. Ich hab morgen Training, Bruder. Guck mal, was für ein Haiwan, oder? Ey, was ist denn los mit dir? Was ist das Haiwan? Kein Haiwan? Was denn, ey? Was denn, ey? Ja, morgen was? Morgen gehen wir, Dings. So. Morgen gehen wir in Shisha Café. Ah. Und dann zeige ich dir erstmal, ja, richtig schön, wie du so eine richtige Alte klar machst. Bisschen abhängen. Und geil. Gewöhn dir schon mal deine Kackfreundin da ab. Ja? Ja. Lass dich diese Schwulerei mit ja. Seit der Schulzeit zusammen und was weiß ich, kannst du dir richtig in den Arsch schieben. Das hätte okay? Vorteile, ja. Morgen, morgen machen wir dir was richtig Schönes klar. Perfekt, so machen wir's. Alles klar. Klick, klack, zack! Hey, Mann! Hey, Mann! Hey, Mann, Mann! Aber so wie du jetzt gekleidet bist, ist auf jeden Fall tausendmal besser. Ja, gefällt dir? Ja, klar. Das ist ein riesen Unterschied, Alter. Ja, ist für mich was Neues, aber so langsam werde ich damit warm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt siehst du aus wie so ein richtiger Haiwan.
cool. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall, ne? Das ist, wo ist das hier? Oase. Ah. Das ist hier die Shisha-Café. Ach, Shisha? Ja, das gehört auch so ein Haiwan. Okay, war ich noch nie drin, sowas. Ja, dann gehen wir jetzt rein. Und dann chillen wir, rauchen eine Shisha. Abhängen? Ganz genau, schauen wir. Aber lass uns auf jeden Fall eine Shisha bestellen. Okay. Oder nicht? Ja, bestell du mal die Shisha. Ich rauche zum ersten Mal Shisha. Ist das nicht irgendwie schädlich für die Lunge? Was für schädlich, Alter? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Alter? Nee. Du rauchst jetzt Shisha mit mir. Ja, was für schädlich? Bestell mal eine Shisha. Ist das denn gut? Ja, das ist super. Die Shisha hier ist Bombe. Bestell mal eine Shisha. Echt? Was gibt's denn da für einen Geschmack? Wir bestellen Traubenminz. Traubenminz? Ja. Okay. Herr Kellner! Was machst du da? Wie bestellst du? Wir hätten gerne Shisha. Was machst du da? Mein Kollege hat mir Traube Minz empfohlen. Das soll Shisha, ganz Alter. Lecker sein. Du kriegst du doch keine Shisha. Bestell mal vernünftig eine Shisha, Alter. Ey, weißt du was? Was ist denn für ein Laden hier? Ich will eine Shisha. Traube Minz. Zack, zack, zack. Haiwan. Ab geht die Post. Du bist zum Haiwan-Modus geworden. Was ist denn für Shisha? Traube Minz, hab ich doch gesagt. Ja? Und jetzt bitte aber mal. Zack. Ja? Haiwan. Genau so muss das sein, Alter. Anders verstehen die das nicht, Mann, die Leute. Du musst mit den Leuten vernünftig reden, damit die Leute das auch verstehen, oder nicht? Ja? So ist das. Man muss wohl ein Arsch sein, um hier im Leben klar zu kommen. Natürlich, klar. Du musst ein richtiges Arschloch sein, sonst kommst du hier in dieser Gesellschaft nicht klar. Haiwan! Haiwan! Ja, guck mal. Ah, perfekt. Guck mal, wie schnell das geht. Jetzt geht das ja auf einmal ganz schnell. Ja. Geh sogar an, hier, Haiwan. Hammergeil. Aber soll ich mal was sagen? Zieh mal vernünftig, Mann. Ja. Zieh mal richtig vernünftig rein hier. Zieh! Haiwan! Haiwan! Geil! Ja, genau so muss das nämlich sein. Aber soll ich mal was sagen? Die Blonde da vorne, ne? Ah, ja. Die schaut dich schon die ganze Zeit an. Hast du das gemerkt? Ja, die ist auch recht hübsch. Ja, ich würde auch sagen, ist, auf jeden Fall will ich. Da musst du auf jeden Fall so mein Typ, würde ich fast behaupten. Ja, dann geh und hol sie dir. Willst du einfach so ansprechen? Natürlich, klar. Wenn du, wenn das dein Ding ist, dann musst du einfach hingehen, kreise dir. Geh da hin und mach sie dir jetzt klar. Gib dir den Schweinruck, komm. Aber jetzt nicht für eine Beziehung, sondern mal auch für was kurzfristiges. Was für eine Beziehung, Alter? Okay. Was willst du denn mit einer Beziehung? Ja. Hör auf mit so einer schwulen Scheiße, Mann. Hör auf, Mann. Ja, ich geh da mal hin. Geh hin und mach dir jetzt mal richtig klar. Hallo. Einen schönen guten Abend. Ich setze mich mal ganz kurz. Du bist mir gerade aufgefallen. Okay. Ich finde, du hast so eine ganz besondere Ausstrahlung, die mir sehr gefällt. Und ich wollte mal fragen, weil ich auch gleich weiter muss, kann ich deine Nummer haben? Guck dich mal an. Was ist das denn für eine schlechte Anmache? Nee, sorry. Ich wollte dich doch gar nicht anmachen. Nee, sorry. Ich wollte doch erstmal irgendwie kennenlernen, treffen. Nee, sorry. Kennst mich doch gar nicht. Ja, die war irgendwie nicht so gut gelaunt. Die hat mir eine ganz schöne Abfuhr erteilt. Wie, die war nicht gelaunt? Ich weiß nicht so. Ich habe im Grunde gesagt, dass sie genau mein Typ ist, dass mir ihre Ausstrahlung gefällt und ob ich die Nummer haben könnte. Eigentlich finde ich ganz nett, gar nicht jetzt frech oder forsch. Total sympathisch und die hat einfach... Und das hat nicht geklappt? Weggeschickt hat die mich. Du Idiot, was sag ich dir die ganze Zeit? Was denn? Komm mit raus! Komm mit raus, komm! Komm mit raus! Marcel, Alter! Hey! Was ist los, Alter, mit dir? Was denn? Was treibst du die ganze Zeit? Was ist los? Ey, weißt du, was der macht, Alter? Da kommt so eine. Da ist so eine Olle, der will die Olle, der will sich die klar machen. So war das jetzt auch nicht. Natürlich klar, Alter, die gesagt. Sag ja nicht, hat dich wohl angebaggert. Ey, der. Genau das? Alter, bist du. Sag mal, was du gesagt hast. Ja. Du bist mir sympathisch, ich finde dich attraktiv. Mama, lass mir die Ausstrahlung. Du musst gefällt. Da. Hör mal, was für Ausstrahlung? Was bist für du Ausstrahlung, schwul oder Alter, was? Dass ich die Nummer haben möchte. Geh mal dahin und mach einfach Haiwan-Modus. Geh dahin, sag, komm mal zu, ich will deine Nummer haben, sonst. Was weiß ich, Mann. Sag, Haiwan, gib mal deine Nummer. Geh einfach rein. Glaub mir, steht dein Mann. Das, schon klappt. Das ist das Zauberwort, Mann. Was sag ich dir denn? Hab ich dich in den letzten paar Sachen hab ich dich enttäuscht? Alter, jeden Abend nicht mehr so Weiber. Wir gehen da nicht packen in den Haiwan, komm mal her, Mann. Kennen das die Frauen auch? Ja, natürlich, klar, Mann. Dahin. Die warten doch so. Das ist wie ein Zauberwort. Okay, ich mach's. Komm, okay. Komm. Haiwan! Jetzt komm! Ja.
Hier bin ich wieder. Was willst du schon wieder? Alwan! Weißt du was? Du lässt die faxen. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer du bist? Ich bin Marcel. Wer bist du? Das ist richtig. Und ich mach dich klar. Alles klar? Alwan! Wo ist die Nummer? Also, zick, zack, klick, zack, ich will die Nummer haben. Keine Ausreden mehr. Ganze Scheiße. Ich hab halt nur noch Zeit. So geht's doch. Wunderbar. Aber meld dich wirklich bei mir. Ja klar, du bist fertig. Mach dich was. Mit. Was passiert? Ich hab die Nummer jetzt. Hast du die Nummer? Ja klar. Und wie hat's funktioniert? Ja, perfekt. Was hast du gemacht? Ja, einfach Zauber und ein bisschen ein paar Ansagen gemacht. Weil ich meine, mit mir spielt die nicht. Mit dir spielt sie nicht. Das ist die richtige Einstellung. Nein. Ja. Ja, weil so was, kommt man nicht was hast du in der Hose? Ah ja. Was Schwanz. Du hast den Schwanz in der Hose. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und den musst du manchmal auf den Tisch packen. Ja, das stimmt. Ich bin du machst Fortschritte. Danke du machst dir. Fortschritte. War gut. Also wirklich. Das freut mich richtig. Jetzt zieh noch mal an der Shisha. Ah, herrlich. Alwan. So, Marcel. Ja. Das ist auf jeden Fall das Fitnessstudio, in dem wir heute trainieren werden. Ja. Und in dem du auch in Sachen Körper ein bisschen zu einem High One umgeformt wirst, weil das... Passt das noch nicht? Das ist, nee. Also da hätte statt einem F vielleicht ein B stehen müssen, damit es vielleicht passen würde, aber das... Das würde es eher treffen. Das ist wirklich nicht zumutbar. Und den wird sein High One machen? Bruder, der ist... In allen anderen Sachen hat er wirklich sehr viel Potenzial, also ich lege wirklich große Hoffnung in ihn. Wie viel fehlt? Da fängst schon an. Ja, da... Da fehlt ungefähr das Drittel ungefähr von dem, was wir haben wollen. Ja, ich habe es ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich zugeben, okay, in den letzten Jahren. Ja. Was sagst du? Hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, Joe? Ich kann mir Mühe geben, dass wir zusammen aus dem einen High One machen, aber ganz ehrlich, es wird schwer. Ich gebe mein Bestes. Ja, okay. Aber hast du vielleicht schon mal so einen Grundtipp für ihn, was er vielleicht einhalten könnte? Damit der Mann, was kommt. Die meisten falsch machen, ist, dass sie hinkommen und denken, okay, ich bin jetzt ganz neu in dieser Branche, ich will jetzt ein bisschen aufbauen, dann sagen die, ich fange jetzt mit wenig Gewichten an und muss mich dann langsam steigern. Das ist und schon mal Übung sauber machen? Was? Ja, ja, das sagen ja viele. Ach, Übung sauber machen? Ja, das sagen darauf ja kommt es nicht an. Okay. Erster Punkt, ja. Viel Gewichte. Muss immer viel Gewichte nehmen. Ob du neu bist Übertreibung. Oder immer übertreiben. Immer. Du trainierst ja nicht nur für dich, du trainierst ja auch für die umstehenden okay. Leute, die hier sind. Genau. Du kannst das es geht ja nicht darum, dass du das nur für deinen Körper machst. Es geht ja, der wichtigste Punkt ist ja, was also die ich Leute... Du musst mich quasi unterscheiden von dem Rest hier. Nein, nein, nein. Du musst... Es geht darum, dass die Leute einen guten Eindruck von dir haben. Okay. Verstehst das du? Muss, es ja, muss klar. Sichtbar sein, dass okay. Die Leute sind. Finde ich gut. Und du bist der High One unter den Leuten. Ja, genau. So, das ist schon mal der wichtige Punkt. Nicht wenig Gewichte mit sauberen Übungen, sondern viel Gewichte mit wenig Wiederholungen okay. Und so unsauber wie möglich genau. Einfach machen. Bisher bin ich ja nie aufgefallen. Desto unsauberer du die Übung machst, desto krasser kommt der Bizeps zum Vorschein. Genau. Und desto ja, klar, mehr Gewichte klar. Kannst du nehmen. Klar. So und natürlich musst du auch aufpassen, dass du die Übungen wirklich immer so machst, auch wenn du eine Hantel in der Hand hast, egal was, dass dein Rücken gekrümmt ist. Also der darf sehr nicht gerade sein, sonst geht das auf die Wirbelsäule, wenn du immer einen geraden Rücken weil hast. Wenn du den Rücken gerade machst, dann passiert genau der Umkehrschluss, dann kriegst du einen krummen Rücken. Wenn du den Rücken krumm machst, dann bleibt der nicht krumm, verstehst du? Macht Sinn, klar. Ja klar, ja. So sieht das aus. Fangen wir an? Ja geil, machen wir. Hi, los, ich würde ja. Sagen, wir fangen direkt mit den Handeln an. Okay, machen wir. Mit den langen Handeln. Ja, das liegt hier gerade. Okay, machen wir nämlich das doch mal. Show up, ich hab keinen Bock. Ey, Manu, hör auf. Manu, ja, was denn? Wir haben gesagt, dass wir das zusammen machen. Nee, das kannst du nicht machen. Manu, zeig mir bitte die Übung, wie sie wirklich geht. Bleib mal stehen und mach jetzt, komm mal runter. So. Das ist die Körperhaltung. Ah, stimmt, das habe ich vergessen. Okay? Ja. So, jetzt trainierst du den Bizeps. Nee, leg mal hin, das geht so nicht. Die leg mal hin. Kannst du das einmal für mich vormachen? Ja, ich kann das für dich vormachen. Okay, du hast gesagt, du hast dem schon ein bisschen was gesagt. Ey, ja, aber ich brauche immer Anschauungsmaterial. Du hast wirklich, dass du mit beiden Händen schön erstmal schön Griff hast. Ja. Nicht den. Das machen wir anfangen. Okay. Okay? Will ich nicht sein. Willst du nicht sein? Du fängst direkt nämlich beim Profi-Business an. So läuft das. Du gehst runter und hast deinen Rücken gekrümmt. Ja. Ganz wichtig ist, wenn du wirklich deinen Bizeps trainieren möchtest, ja. Müssen die Arme, Majo, zeig mal drauf, auf die Arme. Guck mal, die Arme müssen so bleiben. Gerade. Gerade. Wie eine Kerze. Okay, und nur der Rücken ungerade. Genau. Und dann hoch. So, sauber, genau so. Das ist Bizeps. Genau so.
So. Ah, okay, die Arme jetzt gar nicht bewegen. Die Arme nein. nicht bewegen. Wenn du die Arme bewegen würdest, Marcel, dann würde das ja auch nicht auf den Bizeps gehen. Denk doch mal logisch nach, Alter. Was ist denn mit dir? Ja, Haiwan. Ja. Komm, versuchen wir jetzt. Okay. So. Die Arme musst du, ja, sonst geht das auf die Schulter. Ja. Genau, so ist richtig. Ist der Rücken okay, Macho? Der Rücken noch ein bisschen krummer. Noch ein bisschen mehr krümm. Okay, so ist gut. Jetzt okay. Komm mal hoch. Schön gerade lassen. Genau. Und jetzt wieder runter. Runter. Wieder runter. Okay. Und du musst ein bisschen die wippen. Bewegung wippen. Machen. Wippen. Deswegen sagt man, vom Ficken kommt der wippen. Bizeps gut genau. Zum Vorschein. Jetzt wieder hoch. Genau. So, mehr nach hinten. Ja, das ist schon. Und nochmal. Genau. Ja. Und? Wird immer besser. Merkst du schon was? Genau. Am Bizeps? Geil. Noch schneller, noch schneller. Geil! Genau. I won! Sehr gut. Genau so. I won! Okay. Ja. Jetzt verstehe ich. Geil. Ja. Der Junge ist zum Warmwerden ganz cool. Sehr gut. Der danke macht, dir. Der macht und, merkst du schon, dass dein Bizeps angespannt ist, richtig? Ja, klar. Zeig mal, guck mal. Ja. Siehst du, guck mal, gerade. Das ist ja. Jetzt schon ein bisschen weniger, ne? Ich würde sagen, 20% ist direkt aufgebläht. Ja, ja. Cool, ich komme ja. Häufiger. Sehr gut. Auf jeden Fall. Und so, das hast jetzt, du hast jetzt ein paar Wiederholungen gemacht. Ja, klar. Du hast rumgeschrien. Das fand ich auch sehr gut, Eigeninitiative. Um an die Grenze zu kommen, muss ich auf jeden Fall ganz genau. Mein Zauberwort loswerden. So, und ich würde sagen, das war schon die erste Übung. Ja. Das reicht doch, das war sogar schon zu viel. Ich würde ihm eine weitere Bizepsübung zeigen. Ah, ja. Gibt's noch mehr? Womit? Es gibt noch mit Kurzhantel. Okay, klar. Die würde ich Ihnen gerne zeigen. Und wir fangen da an. So, ich spring mal kurz hier rüber. 25 würde ich sagen. Ja. Oder nee, komm. Wollen wir mal nicht übertreiben? Sagen wir 20. 20 ist gut. So. Ich stell dir das hier hin. Ja. Und dann zeig mal, wie du das so machen würdest. So. Ich guck dir das mal an. Alles klar, das mache ich mal. Genau. Boah, Freunde, ganz ehrlich, das ist viel zu viel. Da geht nichts. Du machst die Übung auch falsch. Versuch den mal. Versuch den mal hochzukriegen. Versuch den mal hochzukriegen. Dann tue ich mich nicht. Ich möchte das mal sehen, komm. Wieder Rücken ungerade oder? Mach mal, egal. Ich möchte mal gucken, ob du das überhaupt hochbekommst. Also jetzt versuch mal. Geht noch, oder? Okay, und jetzt versuch den mal hier so zu machen. Parallel auch? Das ist ja komplett. Käse, du hast noch nicht zeigst, was soll ich machen? Leg mal. Ich bin auch nicht, ich hab den nicht. Mehr. Ah, Freunde! So, komm, stell dich mal dahin. Puh. So, jetzt pass auf. Runter gehen, ne? Von hier anfangen. Okay? Ja. Guckst du mir zu? Ja. Und dann hier so Schwung nehmen. Dann wieder runter. Dann hier Schwung nehmen. Genau. Und dann wieder runter. Genau so. Hier guck. Und dann wieder runter. Weil das machen die. Hast du gesehen? So musst du das falsch. Wenn du Schwung nimmst, dann ist es auch nicht zu schwer. Weil desto mehr Schwung du nimmst, ja. Desto länger zieht sich der Bizeps. So, guck mal. Dann kannst du irgendwann so einen Bizeps kriegen. Weil guck dir mal den Weg an, den du machst. Wie lange machst du das schon? Ich mach das schon lange. Schon sehr lange. Guck mal, weil wenn du. Aber das ist ja der Raum zwischen Zeit und Geist, was Einstein schon gesagt hatte. Richtig, die Anfänger machen das ja so, guck mal. So. Sieht ja komplett lächerlich aus. Und guck mal, dann hast du nur so einen Weg. Aber wenn du runtergehst und so machst. Sieht viel eleganter auch aus. Ich würde sagen, mach mal einfach. Du weißt ja, glaube ich, gar nicht elegant sein. Jawohl. Komm. Von unten Schwung nehmen. Und jetzt hoch. Merkst du? Mehr Schwung. Guck mal, wenn du nicht mit deinem Schwung spielst, noch mehr Schwung. Kann ich das? Kann ich eins abstellen? Schon das sieht besser. Viel besser aus. Das schon besser als vorher. Ich würde sagen, noch mehr Schwung. Mach mal noch einen. So, einfach. Komm, mach mal noch einen. Komm, ich zeig dir das jetzt. Guck mal. Warte mal nochmal. Geh mal nochmal runter. Jetzt hol Schwung. Komm. Und Schwung holen. Schwung holen. Mehr Schwung. Mehr Schwung. Mehr Schwung. Runter, runter, runter. Nach hinten. Runter. Nach hinten. Schön nach hinten. Komm, eins, und jetzt noch. Komm. Siehst du? Ich hab dir gar nicht gezeigt. Ja, stimmt. Es lag am Schwung. Erst wenn ich jetzt sage. Es lag am Schwung. Eins. Zwei. Warte. Drei. Und jetzt. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Yeah, High One! Ganz genau so. Du bist ein richtiger High One, Marcel. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Sehr gut. Also das da wirklich schon mal sehr gut aussieht. Also ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so gut hinbekommt. Und spürst du schon was beim Bizeps? Ja, angespannt, ne? Ja, Killer, du hast jetzt die ganze rechte Seite trainiert, aber du hast die Übung wirklich so gemacht, wie wir es wollten. Okay. Und da trainierst du die andere Seite automatisch mit. Ja?
Ja, das ist die Regel. Ah, perfekt. Das überträgt ist, sich. Das überträgt sich. Ach so, ja, ja klar. Aber ja, man darf auch nicht zu viel machen. Er hat, glaube ich, schon viel zu viel gemacht, Alter. Für den ja, Anfang, das ist schon zu viel. Ja. Weil das Wichtigste ist, 70% von deinem Training ja, besteht aus Posen vom Spiegel. Ah, okay. Stehst, guckst dich an. Genau. 70% vom Training, ja, Spiegel gucken und Pose. Okay, cool. Das gefällt mir. Oder nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Auch zum Runterkommen eigentlich ganz cool. Zum Runterkommen, genau. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Ich bin groß. Ich bin bereit. Ja, also ich glaube, was wir jetzt als nächstes trainieren, steht, glaube ich, gar nicht in Frage, oder? Jetzt hast du den wichtigsten Muskel trainiert. Jetzt ja, kommen wir zum zweitwichtigsten Muskel und das ist Brust. Ja. Ah, komm, ich nehme Brust. Dann machen wir das. Das umgehen wir natürlich, ne? Weil das würde ja heißen, dass niemand, du Hilfe brauchst. Okay. Und Hilfe brauchst du nicht, nee, mehr. So. Willst du selbst erarbeiten? Ganz genau. Wenn man an der Bank angekommen ist, ja, wo, was war das Wichtigste, was ich dir ganz am Anfang gesagt habe? Was ist das Wichtigste? Ungerader Rücken. Und? Bezogen auf andere Leute. Es geht darum. Auffallen. Auffallen. Gut. Und es geht darum, wie andere Leute dich sehen. Oder geht es darum, gut zu trainieren oder so? Nein, nein. Du bist echt gut, ey. Oder? Du bist echt gut, du bist okay, ein Meister. Guck, okay, du kommst hier an, machst erstmal die Pose und guckst erstmal jeden anderen an. So. Genau, ganz genau. Dann musst du Aufmerksamkeit erlangen. Gehst du zu deinem Gewicht? Ganz genau. Ja, Johann, so ist das richtig. Aber wenn du das nächste Mal jemanden anguckst, ja, dann machst du den noch. Okay, genau, weil das kommt dann immer, dann denkt der nämlich, dass du gerade Koks gezogen hast. Okay, alles klar. Und wenn er das genau denkt, dann bist du ja, weißt du, ja, was ich meine? Bin ich viel, viel weiter als der. Ganz genau. Bei Schlappen. Hier. Manche Leute haben dich jetzt gesehen, manche noch nicht. Damit die dich jetzt sehen. Jetzt aber mal Zeit hier. Machst dir Leute laute Geräusche beim Gewichte raus. Immer laute Geräusche machen beim Gewichte. Auffallen. Aber dann auch natürlich die passenden Gewichte rausholen. Vielleicht eins fallen lassen und ja, wenn jemand dann guckt, guckst du den so an. Ja, einfach was? Stress provozieren. Okay. Und du guckst einfach, dass du wirklich jetzt, weil jetzt holen wir die größeren Gewichte, dass du erst die kleinen Gewichte dran machst und dann die größeren. Dass du dich wirklich auch von den ganzen anderen Schlappschwänzen abgrenzt. Ja. Hallo! Aber das ist für den Anfang aber noch zu wenig. Ich würde sagen, noch ein 20er drauf. Packen wir noch ein 20 noch drauf. Ist ein großes Rad. Okay, jetzt haben wir die Gewichte eigentlich dran. Die? Wofür sind die? Weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Zange. Eine Zange. Ja, was machst du mit der Zange? Den Leuten die Beine abschneiden. Iron. Das sind die Dinger, die benutzt du für deinen Unterarm. So, damit du warm wirst, bevor du Dings machst. Aber wir sind ja schon warm, von daher. Ich würde einfach mal sagen. Also das braucht man eigentlich gar nicht. Das brauchst du nicht. Das ist mehr so Deko. Das ist weißt du, wozu das manche Leute benutzen? Um das hier dran zu machen, damit die Gewichte nicht rausfallen. Aber kein Scheiß, Alter. Ehrlich, manche benutzen das echt und machen das hier dran, damit das nicht runterfällt. Klingt schon komisch. Kann ich nicht nachvollziehen. Guck mal, was egal, für eine Selbsteinschätzung. Du musst ja die anderen nicht verstehen. Nee, nee. Hauptsache, die anderen verstehen dich. Eine Kopie okay, ist immer eine Kopie. Ganz genau. Würde ich sagen, auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Okay. Leg dich einfach mal hin. Genau. Einmal kurz legen. Leg dich schön hin. Du musst dich immer so hinlegen, dass es einfach gemütlich ist, wie wenn du am Strand liegst. So. Versuch genau, mal ein bisschen ja, anzuheben. Das hast du schön selber sehr schön erkannt. Dein Kopf muss immer im Freien sein. Ja. Hast du auch nebenbei noch. Eine Frage nebenbei so. Denkst du, dass das vielleicht zu viel Gewicht oder so sind? Ich glaube, das ist für mich, weiß ich nicht, 20 Mal zu viel. Also wir haben hier 25, dann haben wir Casey, hier 15, 40. Was hab ich? Dann haben wir hier 50, 50, 50 die Stange. Das sind 120 Kilo. Was ist los, Alter? Aber was ist das? Was haben wir denn am Anfang gesagt? Ich dachte, der ist der Richtige dafür, dass er das schaffen kann. Das ja überspringen. Warum sagt er, dass das zu viel ist? Was haben wir denn gesagt? Siehst du mich und was für Situation du mich bringst? Siehst du das? Ja, ich will dich nicht enttäuschen. Streng dich an, Haiwan! Ich will dich doch nicht enttäuschen. Ist das zu viel Gewicht? Nee, locker. Was so, ist das denn? Ja. So muss er sein. Das ist die Einstellung von einem Haiwan. Komm, eins, zwei, drei, los. Komm. Genau, komm. Ah! Oh!
Haiwan! Genau so. Komm, Haiwan! Kannst du noch Casey? Haiwan! Okay. Boah. Geht doch. Na gut. Der Junge macht sich. Siehst du? Genau so. Jawoll. Warte, ich bin jetzt so. Jetzt soll der Rest mal kommen. Boah. So, Freunde. Was geht bei euch? Klappt nicht viel, oder? Das war die Übung. So machst du die Übung sauber. Ja, so machst du auch Spaß. Und war es anstrengend? Nein, ne? Okay. Weil weißt du, was das Krasse jetzt ist? Guck dir die ganzen Schlappschwänze an, was die jetzt für ein Bild von dir haben. Lächerlich. Ja, klar. Was ist das denn hier? Krankengymnastik? Du hast dich gerade über alle gestellt. Mit einer Brustübung hast du dich über diese ganzen Hurensöhne hier gestellt, Alter. Das ist das, was ich die ganze Zeit versuche zu kriegen. Du bist ein Haiwan. Merk dir das. Du bist ein Haiwan. Jawohl. Aber so viele Lappen auf einmal, was ist denn hier los? Ja, das sag ich dir doch. Da kommst du. Hast du locker. Ich brauch mal kurz einen Spiegel. Ja, klar. Boah. Der lernt der Junge. Der macht's. Wieder da. Super. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Macho, was sagst du? Was soll der jetzt trainieren? Ja. Du bist doch der Fitness-Experte. Okay. Jetzt trainierst du den bösen Blick. Ach ja, warte. Ah, ja. Ich habe noch was kurz anzumerken. Die Gewichte lässt du alle so stehen. Na klar. Lässt du so stehen und gehst einfach. Und wenn irgendjemand kommt und dich fragt, ey, was mit den Gewichten oder so. Ja, ich bewege mich doch nicht in der Lage hier. Ja, sagst du einfach, hey. Was sagst du denn dazu auch? Wozu? Beim Training an den Kraftgeräten. Scheiße, ich hab das Handtuch vergessen. Ja. Er hat das Handtuch vergessen. Ja, warum lacht ihr? Das Handtuch vergessen. Was ist das denn? Was hast du denn an? Ein T-Shirt. Was ist was für ein Stoff ist das? Ja. Baumwolle. Baumwolle. Ja. Aus was für ein Stoff ist das Handtuch? Baumwolle. Ja, also hast du doch ein Handtuch. Das ist alles nur, das ist eine magische Illusion. Die wollen dich testen. Ah. Ob du ein Idiot bist oder nicht. Wegen diesen Vorurteilen. Ja, dass nur so Idiotenpumpen gehen, aber das ist doch nicht so. Lächerlich. Deswegen scheiß drauf. Lass doch, das ist hier, das Gerät ist auch sehr wichtig hier. Ja, genau. Sehr wichtiges Gerät. Ja. Das ist, damit trainierst du deinen bösen Blick. Du kommst erstmal. Okay. Der Körperhaltung kommst hin, dann kommst. Ey, Majo, scheiß drauf. ey, Majo. Ja, cool. Majo. Für mich nicht. Tut mir den Gefallen. Ja? Hast du gesehen? Ja. Weil das ist. Die Stresssituation wird einfach. Okay, klar. Simuliert. Okay. Jetzt komm du mal. Ja? Mach mal nach. Komm du mal. Koks, vergiss das Koks nicht. Ganz genau. Nein. Lass den. Sehr gut. Ey! Hey, Killer, genau so muss das gemacht werden. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt wirklich noch eine Übung machen und dann, das ist schon viel zu viel, was wir hier gemacht haben. Oh. Schön. Ist das dein Ernst? Was denn, Marco? Komm mal her. Was denn? Nein, Mann, hör auf. Hallo Jungs, hör auf, Mann. Was ist denn hier los? Was war das denn? Was machst du da, Mann, Alter? Warum trainiert der Beine? Hast du Beine trainiert? Wenn das Bein ist? Wenn das Beine ist, das soll ich doch nicht wissen! Ich hab doch keine Beine trainiert. Bist du eigentlich total geistesgestört, Alter? Immer jetzt einen Schrecken eingejagt. Bist du eigentlich behindert, Alter? Du kannst doch keine Beine trainieren, Alter. So, wir brechen das jetzt alles ab. Komm, das war's für heute. Hey Jungs, gib mir noch eine Chance. Nein, du musst auch aus deinen Fehlern manchmal lernen und deine Konsequenzen ziehen. Du kannst doch nicht einfach kommen, Beine trainieren mal. Sag mal, sehen wir aus wie Hunde, oder was? Ja, ich dachte, wir müssen sitzen. Ja, tut mir leid, Mascho, Alter. Also, ich wusste jetzt nicht, dass er so krass. Ich würde gerne weitermachen, ich würde dir gerne eine zweite Chance geben, aber die Laune ist einfach im Arsch. Nee. Ja, ganz gut, aber ganz schön spät, Casey. Ja, aber
So, mal lese ich noch was um die Zeit und geh dann danach schlafen. Ja, natürlich, klar. Damit du schön ins Bett fallen kannst später. Genau. Und am nächsten Tag wieder fit bin. Ja, aber vorher kolst du dir ein. Also Casey, das machst du vielleicht. Nee, du machst das auch. Du machst das auf jeden Fall. Also du kolst dir heute auf jeden Fall ein. Nach dem Fußballspiel. Ja, ich mache einen Kontrollanruf. Wenn es sich ergibt. Ich mache einen Kontrollanruf. Ja, okay. Du sagst mir ungefähr, wann du dabei bist, dann rufe ich genau in der Zeit an. Dann will ich dich in Action hören. Ich will es schlackern hören, mein Freund. Indiskret bist du, aber... Bruder, High One Style. Ach, gehen wir Fußball spielen. Bist du fit, ne? Machen wir. Komm, hey. Geh mal rein. Ziehen wir uns direkt um. Hier doch auf. Grüß dich, Casey. Jo, da bist du ja. Ja, freu mich. Bisschen Sport, mal bist was du anderes. Fit? Ja. Doch, Killer, freu mich. Setz dich hin. Bin ja auch so ein Fußballer. Setz dich hin. Da ist das Wasser. Wenn ich schwitze und Wasser brauche, dann gibst du mir das Wasser hier zwischen dem Netz. Was für ein Spiel, Alter, setz dich hin. Ja, Haiwan. Ich bin doch kein Wasserträger hier. Das war aber nicht gewettet, Casey. Ersatzspieler, Ersatzbank. Was wollen die denn? Ey, Casey, lass mich doch mal rein hier! Hörst du nicht? Freulaufen! Komm! Haiwan! Haiwan! Was ist denn los, Alter? Das war kein Foul! Gib mal den Ball, das war du heul nicht rum, Alter! Geh raus jetzt! Marcel, komm rein! Komm rein! Muss sich hier erst jemand verletzen, oder was? Jetzt zeigen wir es denen! Das war nicht so was, Hille! Was ist mit dir los, Alter? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Komm, was mit dir? Mit euch spiel ich nicht! Geh mal raus! Kein Fußball ist das! Was tut weh? Wie war das für ein Typ? Das ist ein ganz normaler Mensch. Ich weiß, was von Play oder so gehört ist, kein Fußball. Hör auf, das ist so eine Kacksportart, was hier gespielt wird. Catchen oder so. Hör auf, so rumzuholen. Wie vorhin, Alter, du wolltest mit deinem Schienbeinschoner spielen. Das hast du jetzt davon. Irgendwie schützen hier. Ja, das hast du davon, wenn du mit deinem Schienbeinschoner spielst. Natürlich verletzt du dich. Hör auf, so rumzuholen, Alter. Sei mal keine Memme, Alter. Was bist du für ein Typ, Alter? Was habe ich hier beigebracht? I won! Ich hab dir das Zauberwort beigebracht. Warum benutzt du es nicht? Ja, doch nicht beim Fußball. Natürlich, klar. Was wäre denn passiert, wenn du aufgestanden wärst, nachdem du... Weiß ich doch nicht, aber es bringt dir doch nichts. Du hättest einfach rumbrüllen müssen. Adrenalin, das macht das aus. Du brüllst rum und direkt fühlst du dich besser, Alter. Ich hab dir das so beigebracht. Wie echt? Wie in der Pizzeria und so? I won! Jawohl! Ich zeig's dir! I won! Klasse. Ja! Komm. Wie gefällig sind die? Meine Güte! Du fickst mir den! Schluss mit uns! Ja! Ja, Mann! Ja! I won! Alles in Ordnung. Ja, Mann! Ja! 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 Wunderbar. Grüß dich. Moin. Ja, hier, mitfahren. Was für mitfahren, Alter? Komm, hör, komm mal rüber hier. Ja, warum? Na, du bist doch hier Fahrer. Komm mal rüber, Alter. Du fährst das Auto. Warum ich denn? Wie, bin ich dein Chauffeur oder was? Nee, so will ich jetzt nicht auslegen. Ja, also. Willst du mich jetzt hier fahren lassen oder was? Komm, steig in das Auto und ich fahre dich, Alter. Was ist das denn? Leg mich hier nicht auf, Alter, direkt. Ach, ey. Casey. Hey, hey! Immer für eine Überraschung gut. Das muss ich schon sagen. Stopp, Alter! So. Stopp! Was ist denn jetzt schon wieder? Schnall dich mal ab! Schnall dich ab, Alter! Ja, warum? Warum bist du denn angeschnallt? Ja, sicherer! Hör auf mit dieser Sicherheitsscheiße, Alter! Was ist daran sicherer? Das ist doch voll unbequem, Alter!
Wie fährst du wie so ein schwuler Spießer, Alter? Jetzt hör aber mal auf! Hör du auf, Alter! Schreib mich schon rein, Alter! Sei ruhig, wenn ich dein Meister anschreibe, Alter! Ja, ja, ist ja gut! Casey, du kannst doch hier nicht angeschnallt Auto fahren! Was bist du für ein schwuler Pisser, Alter? Hey, hey, was war das gerade mit deinem Blinker? Mäßige deinen Tonfall, Casey! Hey, Mann! Oh, du hast recht. Was blinkst du denn da? Warum blinkst du? Ja, ich dachte, wo hast du das gelernt, dass du blinkst? Wissen, nein, das Einzigste, du kannst blinken, wenn du links blinkst und rechts überholst. Oder du kannst rechts blinken und links überholen. Aber du kannst nicht einfach blinken in die Richtung, wo du fahren willst, Alter. Wie berechenbar ist das denn? Du musst unberechenbar sein. Gegensätze. Natürlich, klar, Alter. Ja, okay, das gefällt nie mir. Nie wieder will ich sehen, dass du blinkst, Alter. Nie wieder will ich sehen, dass du angeschnallt bist und dein Schulterblick. Ja, ich muss es doch auch erstmal lernen. Wenn du einmal deinen Schulterblick nochmal machst, Marcel, dann fick ich dich. Oh, oh, oh. Dann fick ich dich genau hier hinten, Alter. Hör da auf, dachte ich, da bin ich einmal raus aus Köln. Hör auf, Marcel, Alter. Ja. Ich will nicht sehen, dass du einen Schulterblick machst. Das geht auf deinen Nacken. Okay. Und scheiß auf die Fahrradfahrer und was weiß ich was, Alter. Hör auf, einen Schulterblick zu machen. Hör auf, benimm dich mal ein bisschen, Alter. Alles klar, Casey, ich hab's verstanden. Okay. Es geht und, weiter. Und I won! Woo! Warte mal. Ja, was denn noch? Was hast du noch gemacht? Hast du noch einen anderen Fehler? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt zeig ich dir deinen Fehler. Das ist die Hupe, Alter. Du hast recht. Ich will gefälligst, dass du die Hupe benutzt, Alter. Fahr hier nicht so schwul rum, ohne zu hupen, Alter. Wofür ist die Hupe da? Zum Hupen. Ja, klar. Ja, deswegen. Du fährst, du hupst. Du fährst, du hupst. Das ist so machen wir es. Das ist das Autofahren, Alter. Alles klar. Ja? Ich hab's verstanden. Ellbogen schön aus dem Fenster immer. Ah. Ja? So. Schön breit links, nicht angeschnallt, nicht blinken, kein Schulterblick, Ellbogen aus dem Fenster. Und was machst du? Du packst deine CD rein. Ja. Jetzt ist die CD drin. Du drehst den Sound auf. Und was rennt? Jawohl! Genau so. Mädchen anmachen. Jawohl! Das ist auch nochmal. Jetzt fahr weiter. Komm. Ja, geil! Stopp, Alter! Was machst du hier, Marcel? Warum ist denn jetzt? Warum stehst du hier? Ich will parken, perfekt. Bist du hier stehen geblieben, damit du parkst? Ja, klar. Das ist so eine Lücke. Riesengroß. Da passt mal rein. Nimm deine Hand runter. Ja, was ist denn los? Du blinkst? Du stehst vor einer Parklücke und willst einparken? Ja. Willst du mich verarschen, Alter? Warum? Willst du mich aggressiv machen? Du kannst doch jetzt hier nicht blinken und in eine Parklücke parken wollen, Alter. Wofür sind wir denn Haiwans geworden, Alter? Machst du das, um mich aggressiv zu machen? Du bleibst jetzt hier stehen. Ja. Du machst mit deinem Mittelfinger, machst du den Warnblinklicht an und wir bleiben hier stehen, weil wir sind. Uns gehört die Welt. Genau hier bleiben wir stehen. Ich sieht jetzt schon mal viel besser aus. Ja, ist ein bisschen lockerer irgendwie. Fühl mich viel cooler. Also ich muss schon sagen, Alter, ich bin schon stolz auf dich. Du lernst das schnell. Das tut gut. Der Farid wird sich richtig wundern, Alter, wenn er dich sieht. Du bist wie das ausgewechselt. Das wäre schon geil, Alter, wenn dem Farid das gefällt. Aber du musst weiter am Ball bleiben, ne? So, du bist wie ein Schwamm gerade. Du fährst das alles schnell auf. Das ist richtig gut. Aber ey, was mir eingefallen ist, hast du die Alte schon angerufen? Welche Alte? Diesen Paul? Diese Pauline? Paul? Ich weiß nicht. Ja, ich bin zwar aus Köln, Casey, das weißt du. Ja. Ah, da kommt gerade eine Nachricht. Ja. Mach mal Dings, ruf die mal an, Alter. Mach die klar. Hast recht, diesmal fällig. Mach die klar, ja klar. Ja, komm, ruf die an. Ich ruf die mal an. Ruf die mal an. Ja. Du hast natürlich absolut recht. Ich mach das mal, ne? Ich bin schon ein bisschen nervös. Mach einen Lautsprecher. Ach ja. Willst du ja mithören, ne? Hallo, Pauline, hier ist der Marcel. Ah, hi. Ich bin der, du weißt doch sicherlich noch Bescheid, hier aus der Shisha-Bar. Wir haben uns doch da gesehen und haben Nummern ausgetauscht und ich wollte jetzt mal anrufen, weil du bist mir da permanent im Gedächtnis geblieben. Ich denke viel an dich und mich auch gar nicht richtig getraut, dich anzurufen, weil ist ja alles jetzt noch so frisch, aber ich dachte, wir treffen uns mal auf dem Café und dass wir uns mal ein bisschen näher kennenlernen.
Ja? Nee. Wie? Nee, kein Interesse, echt nicht. Warum denn nicht? Nee, und ich bitte nicht mehr an. Was? Die hat aufgelegt. Ja, normal hat die aufgelegt, Alter. Die war doch schon im Sack. Was war die im Sack? Was für ein Sack, Alter? In welchem Sack war die? Ja, nach der Shisha-Bar. Mal hör auf, Alter. Marcel, was bist du für ein Haiwan, Alter? Hab ich dir das so beigebracht? Du redest davon. Wer ist das, Alter? Ja, das ist jetzt meine Freundin. Drück die mal weg, Alter. Ja, ja, ja. Diese Hure. Ja. Hure! Ja, da sind wieder deine Ansätze, Alter. Guck mal, Marcel. Ich bring dir das gehört. Das ist egal, ob die das gehört hat oder nicht. Das machst du für dich selber, für dein Feeling, für dein Wohlbefinden. Okay. Jetzt guck mal, ich bring dir das jetzt bei. Aber du musst daraus auch lernen, Alter. Du kannst nicht ein Mädchen anrufen, ich drück die weg, ne? Mir ist das scheißegal, Alter. Gleich fick ich die. Ja, Alter. Wir haben aber Jahrestag morgen, ne? Ja. Das darfst du auch nicht ganz vergessen. Was für Jahrestag, Alter. Hör auf damit, mit so einem Scheiß. Komm mir gar nicht mit so einem Scheiß an. Hör zu. Du kannst nicht ein Mädchen anrufen und kannst dir dann erzählen, von wegen, ey, ich finde dich sympathisch und ich will mich mit dir auf einen Kaffee treffen und was weiß ich. Was soll denn dieses Mädchen Pauline, von dir denken, Alter? Die Pauline, da war ich mir sicher, das ist so eine, die steht auf sowas. Die steht nicht auf irgendwelche Ricky Martins, Alter. Die steht auf Ahmeds und Mehmeds und was weiß ich was, Alter. Ja, kann ich ja eh einpacken. Nee, kannst du gar nicht einpacken. Nicht? Du bist der Prototyp Haiwan. Und so musst du dich auch geben, Alter. Du kannst nicht mit der über so einen Scheiß reden. Das Gespräch darf nicht zum Kaffeetrinken gelenkt werden. In also welches, wie die letzten Tage immer in Ende welche so. Richtung musst du das Gespräch lenken? Haiwan-Style! Richtung Hotel. Hotel! Willst du die heiraten? Du willst die ficken, Alter. Ja, richtig. Deswegen musst du schon so reden, als ob das selbstverständlich wäre, dass ihr euch zum Hotel trifft. Ja, sei mal ein bisschen versaut, Alter. Sei mal ein bisschen so räudig, Alter. Du hast recht. Ja, und was ist das Zauberwort? Haiwan! Ja, richtig. Jawohl! Und mit diesem Zauberwort kommst du immer weiter. Okay. Deswegen geh ran oder ruf die jetzt an. Ich ruf die jetzt an. Mach eine Ansage und sei mal ein Haiwan! Jawohl! Die ist fertig! Mensch! Kein Bock mehr auf die Spielchen! Wer bin ich denn hier? Die ist fertig! Mann, Alter. Huh! So, die mach ich. Ich merk das, jetzt bist du schon auf dem richtigen Weg. Mach Lautsprecher, ich will das hören. So, ja, klar. So, sorry. Sorry, Casey. Ja. So, hier bin ich wieder. Bist du da? Ja. Ja, was denkst du eigentlich, wer du bist? Was denkst du, dass du bei mir auflegen kannst oder was? Haiwan! Ich habe hier gar nichts falsch verstanden. Aber was du zu verstehen hast, ist jetzt wohl eindeutig, ja? Wir treffen uns, ja? Wie abgemacht. Da gibt es keine zweite Meinung. Keine zweite Meinung. Hey, okay. Ja. Okay, cool. Was hast du an? Ja. Nichts. Perfekt. Ist bei dir Licht oder dunkel? Dunkel. Sehr gut. So gefällt es mir. Du bist fällig. Hey, Wun! Sehr gerne. Ich würde sagen, in so einem schönen Stundenhotel, da wirst du mal richtig kalt gemacht. Geht das klar? Okay. Wann? Morgen. Okay. Haiwan! So, okay. Ich bin draußen, ne? Haus rein. Tschüss! Das ja. Hau rein, ciao, alle. Tschüss. Komm. Und? Ja, geht doch. Klappt oder nicht? Ja, perfekt. Haiwan! Haiwan! Mensch, endlich wieder sind wir auf die Alter? Spur gekommen. Ja, was habe ich hier gesagt? Geht doch. Das ist das Ding, genau so musst du das machen, Alter. Ja. Du Idiot. Von Anfang an so. Warum spielst du überhaupt ja, wie mehr? Gesagt, ich muss doch immer jetzt wieder warm werden. Guck mal, wie frisch die war, Alter. Direkt, nein, die ja, hatte nichts an, Alter. Ja, ja, ja. Die hatte nichts an. Ja, Pauline halt. Wer ist das schon wieder? Oh, meine Freundin. Alter, mach mal weg, Alter. Was will die denn die ganze Zeit? Ja, wir haben Jahrestag. Morgen ist es soweit. Du hast gerade schon vor Jahrestag geredet. Was bist du für ein Idiot, Alter? Ja, wir haben den halt super lange geplant. Der ist ihr wichtig. Was, und wie lange habt ihr den denn geplant, Alter? Wie wichtig kann das denn sein? Fast ganzes Jahr. 11 Monate und wenn mich nicht alles täuscht, 29 Tage noch oben. Willst du mich verarschen, Alter? Dreht sich dein Leben um den Jahrestag oder was? Drück die weg, die Fotze. Ja, so ist das halt. Ich quatsch die, Alter. In so einer Hey! Was los, Alter? So. Jahrestag. Musst du dann Geschenk kaufen oder was? Normal schon, aber ich hab's ja nicht gemacht, weil mich da ein bisschen vor, weiß ich nicht, bin ich vorweggelaufen, hab da keinen Bock drauf gehabt. Ja, was ist das denn für ein Dings, Alter? Weihnachten immer, kurz vor Schluss dann nochmal. Kennst du die Regeln nicht, Alter? Du machst Schluss. Vor Jahrestag machst du Schluss. Das ist nämlich die perfekte Lösung. Du musst denken wie ein Haiwan, Alter, und dann musst du dich auch so benehmen. Du machst Schluss, vor dem Jahrestag, keine Geschenke, keine Kopfschmerzen, kein nichts. Und du gehst morgen, gehst du die Pauline richtig schön weghacken, Alter. Du hackst sie richtig gegen die Wand. Vom Bett, was Am weiß Jahr ich wohin. Mein, ja, mit normal, Freundin, Alter. Hau ich die weg. Na klar, Alter.
natürlich. Deswegen. Eine heiße Idee. Ruf die gleich zurück. Ruf die gleich zurück und dann. Die Pauline. Ja, nicht die Pauline, Alter. Die Pauline ist im Sack, Alter. Ja, ist ja leicht. Du machst Schluss mit deiner scheiß Alten, Alter. Was ist los? Geh schon wieder an. Geh ran, geh ran. Okay, dann mal ganz kurz. Mach eine Ansage, Alter. Mach I won! No, no, so. Perle, was willst du? Freundschaft, warum drückst du mich die ganze Zeit weg? Boah, weil du mir auf die Eier gehst. Ich häng mit den Jungs ab. Hey, was soll das? Wir wollen uns doch treffen morgen. Hier ist nichts mehr mit Treffen. Ich brauch meine Freiheit. Das ist doch scheiße, ist das hier, dieser Lifestyle. Das ist sowas von öde und langweilig. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich hab ein neues Motto. Ich fick mich durchs Leben, ist das klar? I won! Kommt da noch was? Aber weißt du was? Bevor wir diese Leier kommt, hier Jahrestag und so, ne? Schieb dir den Jahrestag in den Arsch! Ich bin draußen! I won! Ist Schluss! So, Alter. Oh, weg. Ja. Da bist du ja, Mann. Casey! Was geht? Alles gut? Alles klar, warte. Was machst du da, Alter? Ja, ich esse ein Eis. Hast du keinen Löffel? Was denn für ein Löffel? Bist du drauf? Genau so will ich dich haben, Alter. Meine, das sieht richtig gut aus. Du hast Gedanken im Kopf? Ja, ich bin richtig stolz auf dich, Alter. Was ist denn bei dir los? Ach, das nennt man massive, heavyweight, high-one-mäßiges Fistfucking. Okay. Ich habe so eine alte gestern richtig weggehackt. Na klar. Und da passiert das, kommt das schon mal vor. Das ist ein Arbeitsunfall, Alter. Du weißt gar nicht, wie stolz ich auf dich bin, Mann. Danke dir. Wir treffen uns jetzt mit Farid, Alter, und das ist so ein Resultat. Farid, endlich! Ja. Das ist so ein Resultat. Der Penner muss mal zeigen, was so ein richtiger Iron ist. Richtig, Alter. Meine Güte. Lange nicht mehr gesehen, den Alter. Komm, wir gehen da hin. Komm, Bruder. Ja, warum denn nicht? Ja, der Casey ist voll im Fritz. Wie geht's, Bruder? Alles klar? Geht's, alles klar? Ja, Mann. Geht's, Bruder? Ah, das ist ja Farid, der Pisser! Was ist denn mit dem los? Du bist hier komplett Wie, was ist mit mir los? Soll ich dir meine geben oder was? Ich bin 7 Tage alleine mit dem Scheiß-Iron. Was geht bei dir? Wie redet der mit dir, Alter? Ist, was ist ich esse hier mein Eis, das ja? Das sind die Geister, halt's die Maul. Man rufen wollte. Man isst Eis mit einem Löffel, ne? Bist du schwul oder was? Nee, aber du anscheinend, oder? Und du fangst gar nicht erst an, weißt du was? Ist das klar? I won! Was ist mit dem, Alter? Du kannst doch eh nur dein R rollen. Genau. Was mit dem Bruder? Weg! Ja, willst du, ich hab keine Ahnung. Ist das ein Kumpel von dir, dieser AK? Ja, der ist auch mein Kumpel. AK? Was ist los? Raue, ist Maschine oder was? Lächerlich! Weg! Was? Alles, alles. Ey, Bruder, das ist doch kein Mensch mehr. Was gibt der im Casey? Ja, Bruder, aber du sagst zu mir, komm, mach diesen Jungen in 7 Tagen zu einem High One, dann bring ich dir einen High One. Pfeifen sind das. Hör auf, Mann. Ja, Alter! Was geht? High One! Meine Fresse! Dass ich einen High One bringe, Alter. Aber das ist doch kein High One mehr, Alter. Eklig, Alter, Bruder. Ekelhaft, Alter. Was ist das denn, Junge? Araf. Wallah, Araf. Ich bin ehrlich. Eklig, Araf. Was quatschen die denn immer noch? War der schon immer so? Mach die weg, du! Weißt du, wie der vorher war? Wie denn? Wie war der vorher? Wie ich war? Ich war ein glückloser, depressiver Typ, der komplett am Boden lag. Ursprünglich dachte ich, ich habe das große Los in meinem Leben gezogen. Niemals. Seit über 10 Jahren dieselbe Freundin. Ich war einfach nur unglücklich. Das musste endlich ein Ende haben. Und dann habe ich ihn getroffen. Den großen Meister, den Casey. Er hat mir alles gezeigt, wie es richtig funktioniert im Leben. Wie ich meine Probleme aggressiv löse. Scheiß auf diese Diplomatie. Ich kann's nicht mehr hören. Mensch, wir hatten tolle Tage. Wir waren zusammen essen, haben den Kellner fertig gemacht, das Dreckschwein. Er hat mich mal so richtig schön eingekleidet. Endlich habe ich einen Style, auf den auch die Weiber abfahren. Mein Körper, den habe ich natürlich auch definiert. Mensch, war das eine tolle Zeit. Und die Perle, die ist weg. Ich füge mich jetzt durchs Leben wie ein Wilder und hause alle weg, auch massiv, egal wie sie heißen. Endlich bin ich angekommen. Und jetzt kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich bin ein richtiger, ein wahrer, ein High One!